أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. غرباء 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 في النار. وبعد ليبي بودر ليبي شبستا ليبي خوز من أوش ألم أنت من إسلام شبوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und wir freuen uns sehr, dass ihr hier gekommen seid, um diesen Vortrag inshallah von dem Bruder Abul Bara, der extra von Berlin gekommen ist, um inshallah sozusagen die Herzen inshallah mit was Gutes, mit dem Khair zu bereichern. Möge Allah das in seinem Misan von Hasanat füllen, Yawm al-Qiyamah, wo wir am jüngsten Tag wirklich jede kleine Hasana brauchen, und da wird Allah jede kleine Stäubchen von guten Tat in unseren Misan, in unsere Waage stellen, denn da bei Allah geht nichts verloren. Der Islam ist die Religion der Barmherzigkeit. Und Alhamdulillah, man freut sich immer, wenn der Mensch in Islam reinkommt und kommt in diese Barmherzigkeit, die Religion von Allah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist als Barmherzigkeit gekommen. Der Islam, was der von Regeln hat, ist die Barmherzigkeit. Und die Befolgung dieser Religion und die sozusagen Zusammenkommen in dieser Religion ist die Barmherzigkeit und ist die Ni'ma von Allah. Nur natürlich, der Shaitan stellt sich immer dem Menschen in den Weg. Und der Shaitan will den Menschen aus der Barmherzigkeit von Allah entfernen. Und deswegen, der Shaitan will die Leute so ziehen, wie er eigentlich von der Barmherzigkeit von Allah weggekommen ist. Und ihr wisst, der Fluch, Al-La'na, bedeutet die Entfernung von der Barmherzigkeit von Allah. Und der Shaitan ist der Verfluchte. Und der Shaitan will die Menschen aus der Barmherzigkeit von Allah entfernen. Mit welchen Wegen versucht er immer, die Menschen aus der Barmherzigkeit zu entfernen? Mit der Fitna, die er stiftet unter den Menschen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns darauf hingewiesen, dass die Jama'a, dass man zusammenkommt, dass man auf einem Wege ist, das ist die Barmherzigkeit. Und dass der Shaitan uns natürlich versucht zu spalten und die Unterschiede zu bringen zwischen den Muslimen, und dass man in falschen Wegen geht, das ist die Fitna von Shaitan. Und deswegen hat der Bruder Jazakallahu Khairan eine kleine Nasiha an uns, wie wir uns von der Fitna schützen. Was ist eigentlich diese Fitna, die einen sozusagen irre führt, und wie sollte der Muslim sich gegenüber dieser Fitna verhalten? Deswegen gebe ich an ihn weiter. Barakallahu fi, und wir freuen uns alle sehr, dass der hier gekommen ist. Jazakallahu khairan, und gebe ich jetzt weiter an den Bruder Abul Bara. Jazakallahu khairan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Erstmal möchten wir uns bei der Moscheeleitung bedanken, dass wir hier eingeladen wurden in eure Moschee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Moscheegemeinschaft segnen und euch zu einem Grund machen, dass viele Menschen durch eure Hände und Allah subhanahu wa ta'alas Willen zu dem Islam, zu der wahren Religion kommen. Und wir sind hier, liebe Geschwister, versammelt,
nur aus einem einzigen Grund, dass wir heute bi'idhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala groß machen, ihn lobpreisen, ihm danken für all die Gnaden, die er uns gegeben hat. Wie viele doch von den Menschen vergessen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr Herr ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie mit allem ausstattet, was sie im Leben brauchen, um ein angenehmes Leben zu führen. All dieses wurde von den Menschen vergessen. Jedoch ist der Muslim anders als die meisten Menschen. So dankt er seinem Herrn und er lobpreist ihn von morgens bis abends. Warum? Weil er weiß, dass er ihm so viel zu verdanken hat, dass er es ihm niemals heimzahlen kann, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm am Guten gegeben hat. Und unsere Zunge müsste eigentlich ständig damit beschäftigt sein, Allah subhanahu wa ta'ala zu danken. Wir werden insha'Allah ta'ala heute ein sehr, sehr wichtiges Thema machen, liebe Geschwister. Und ich weiß, ihr seid alle fastend, insha'Allah. Und dass ihr trotzdem etwas geduldig seid, bevor Allah subhanahu wa ta'ala uns die Erlaubnis gibt zu essen, dass wir ein paar Worte hören, die insha'Allah ta'ala unser Herz stärken sollen, unseren Glauben stärken sollen. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass diese Worte nützlich sein werden, die wir heute insha'Allah ta'ala hören. Und zwar ist das Thema, ich weiß, dass das islamische Leben das schönste Leben ist. Aber manchmal werde ich geprüft und ich falle zurück in mein altes Leben. Und ich denke, das ist ein Thema, womit sich jeder Muslim beschäftigen sollte. Und ihr wisst, es gibt einen Zustand, wo man in der Jahiliyyah war. Und viele vielleicht, die hier sitzen, haben nicht eine islamische Lebensweise genossen. So sind sie blind durch diese Welt gegangen und sie haben in voller Finsternis gelebt, bevor Allah subhanahu wa ta'ala sie zum Licht geführt hat, bevor Allah subhanahu wa ta'ala den Schmutz, der in ihren Herzen angesiedelt war, durch Gehorsamkeit ihm gegenüber ersetzt hat, Allah subhanahu wa ta'ala. Und plötzlich wurde aus einem toten Herz ein lebendiges Herz, ein Herz, das Allah subhanahu wa ta'ala über alles liebt. Wer von uns kannte früher Allah? Wer von uns kannte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Nicht viele, aber als wir Allah kennenlernen durften, indem er uns recht geleitet hat und wir über Allah subhanahu wa ta'ala Dinge erfahren haben, die uns jeden Tag immer mehr erstaunen. Und subhanallah, das ist Wissen, was niemals langweilig wird. Ja Allah, dieses Wissen, was du täglich einsaugst, es verschafft dir nur noch mehr Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, wie viele Dinge im Alltagsleben langweilig werden, aber das Wissen im Islam, es hält dich immer frisch und es belebt dein Herz und es belebt die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Wissen ist das Schönste, was es gibt. Und deswegen haben wir gesehen, dass die größten Gelehrten der islamischen Geschichte sich mit dem Wissen hauptsächlich beschäftigt haben, damit sie Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen durften. Und das ist in der Tat eine großartige Gnade, liebe Geschwister. Wie Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu sagte, عَرِفْتُ رَبِّي بِرَبِّي وَلَوْ لَا رَبِّي مَا عَرِفْتُ رَبِّي. Ich habe Allah subhanahu wa ta'ala, meinen Herrn, dadurch kennengelernt, dass er mir die Gnade gegeben hat, ihn kennenlernen zu dürfen. Das heißt, Allah hat ihm verholfen, Allah kennenzulernen. Subhanallah al-Azim. Wie hätten wir Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt? Schaut mal, wie viele von uns damals in der Irre waren. Wir wussten nichts über Allah subhanahu wa ta'ala. Aber als Allah azza wa jalla uns etwas im Herzen gegeben hat, und das war nur er subhanahu wa ta'ala, plötzlich haben wir Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt. Und viele von uns, weder konnten ihre Eltern sie erziehen, noch konnte die Schule sie erziehen, noch konnte die Gesellschaft sie erziehen, noch konnten die Freunde sie erziehen. Sie waren in der Irre, aber Allah hat sie erzogen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns erzogen und zwar zu Menschen. Dass wir wirklich jetzt sagen können, dass wir Menschen sind, liebe Geschwister. Denn derjenige, der nicht den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala beschreitet, so muss er überlegen, was er Menschliches überhaupt an sich hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns dieses Universum gegeben, was wir entdecken sollten als Menschen, worüber wir uns Gedanken machen sollten. Wir haben die Sonne, wir haben den Tag und die Nacht. Sie kommen jeden Tag zu festgesetzten Zeiten. Die Sonne bewegt sich nur innerhalb einer bestimmten Brandbreite.
Was bedeutet das, liebe Geschwister? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Sonne erschaffen. Die Sonne ist ca. 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und würde die Sonne tiefer gehen als das, was Allah azza wa jal ihr erlaubt, so wären wir alle verbrannt worden. Aber nein, wer bewegt diese Sonne innerhalb einer bestimmten Bandbreite? Ist es nicht Allah, unser Herr? Und darüber denkt ein Muslim nach und er fängt an zu verstehen und er sagt sich, nein, dieses Leben hat Allah subhanahu wa ta'ala mich nur aus einem Grund erschaffen, dass ich ihm diene, wie Allah azza wa jalla, der Allmächtige, im Koran sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, der einzige Lebenszweck, den Allah subhanahu wa ta'ala für dich bestimmt hat, ist, dass du ihm dienst. Wenn du einen anderen Lebenszweck bestimmst, so kannst du es. Denn Allah hat dir einen freien Willen gegeben. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Und ihr könnt nicht wollen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht möchte. Du hast einen Willen und du entscheidest. Aber letztendlich, du musst wissen, dass deine Entscheidung Konsequenzen hat. Entweder im Paradies oder in der Hölle. Allahumma ja'alna min ahlil Jannah. Möge Allah uns unter den Leuten des Paradieses machen. Wir wissen, das islamische Leben ist das Beste. Und einige von uns haben die Gnade gehabt, mehr oder weniger Tage im Islam zu verbringen. Wir wissen das alle, aber manchmal werden wir schwach. Erstmal will ich dich beglückwünschen, dass du erkannt hast, dass das islamische Leben das beste Leben ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er bestätigt uns dieses im Koran, indem er uns sagt, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Derjenige, der Gutes begeht, von Mann oder Frau, wenn der Mann Gutes tut oder wenn die Frau Gutes tut, was wird mit ihnen passieren? Die Bedingung ist erstmal, er ist ein Gläubiger. Denn wenn du kein Gläubiger bist, so kannst du gute Taten machen, aber Allah azza wa jal wird sie annehmen oder nicht annehmen? Allah wird deine Taten nicht annehmen. Wenn du jetzt nicht als Gläubiger Allah bittest um etwas, Allah subhanahu wa ta'ala, er nimmt dein Bittgebet nicht an. Wenn du als jemand, der kein Gläubiger ist, gute Taten machst, indem du spendest, indem du ein gutes Wort sagst, so wird Allah azza wa jal deine Taten nicht annehmen. Warum? Weil du kein Gläubiger bist. Der Iman ist die Bedingung, ist die Voraussetzung dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Taten annimmt. Wenn ein Mädchen sich bedeckt, so wie Allah es möchte, aber sie hat keinen Iman, so wird Allah azza wa jal auch diese Tat nicht von ihr annehmen. Wenn ein Mädchen oder ein Junge, sie fasten im Monat Ramadan nach den Regeln des Islam, aber sie haben nicht den Glauben des Islam, so wird Allah azza wa jal nicht ihre Taten annehmen. Derjenige, der Gutes tut, von Mann oder Frau, und er ist dabei gläubig, so werden wir ihm ein schönes Leben bereiten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses schöne Leben, liebe Geschwister, ist sowohl in der Dunya, ist in der Dunya, als auch in der Akhira. Hier in dieser Dunya wirst du Zufriedenheit in deinem Herzen haben. Allah wird dir Rizq geben, was halal ist, dass du nur das isst, was erlaubt ist, was Allah azza wa jal dir erlaubt hat, dass du nur das Gute tust, Gehorsamkeiten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und im Jenseits wirst du das Paradies bekommen. Allahu Akbar. Das sind Tage der Geduld, auf denen wir uns befinden. Das bedeutet, diese Tage, die müssen wir durchstehen, liebe Geschwister. Und die Gelehrten sagen bezüglich dieser Ayah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ein schönes Leben bereiten wird. Sie sagen, Al-Imanu billahi wa rasuli huwa jima'i as-sa'ada. Dass der Glaube an Allah und den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, dass dieses alles die Gesamtheit der Zufriedenheit ist, wa asluha, und ihr Ursprung. Subhanallah al-Azim. Überleg mal, lieber Bruder und liebe Schwester, wir werden nur, indem wir an Allah und seinen Gesandten richtig glauben, diese Zufriedenheit im Herzen bekommen. Es gibt keinen anderen Weg. Und du merkst das auch, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst, wenn du eine Reue machst, eine aufrichtige Reue, und Allah befiehlt dir, dass du bereust bei Allah subhanahu wa ta'ala, du merkst, wie danach dein Herz auf einmal lebt, wie dein Herz auf einmal sauber wird, wie dein Herz auf einmal gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist, und du wünschst dir, dass du nach diesem Zustand stirbst. Nach einer aufrichtigen Reue
wünschst du dir sogar, dass du stirbst in diesem Zustand, subhanallah al-Azim. Warum? Weil du denkst, du bist bereit, jetzt Allah subhanahu wa ta'ala zu begegnen. Guck mal, wenn ich jetzt fragen würde in der Runde, wer von uns wäre heute bereit zu sterben? Wer? Das ist die Frage. Warum? Weil wir wissen, wir haben noch viele offene Rechnungen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viele Sünden haben wir, für die wir nicht bereut haben? Wie viele Sünden haben wir, für die wir nicht bereut haben? Und noch mehr, liebe Geschwister, machen wir jeden Tag unsere Pflichten. Und noch mehr, wie viel Unrecht üben wir über andere aus? Wie viel Unrecht begehen wir gegenüber anderen Menschen, indem wir Riba machen, indem wir lästern, indem wir Namima machen, um Feindschaft zwischen den Leuten zu stiften? All dieses steht in unseren Büchern und wir werden dafür zur Rechenschaft gezogen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal, er ist derjenige, der barmherzig ist, aber auch bestrafen wird. Ein Muslim muss dieses immer wissen. Er darf sich nicht täuschen lassen von der Annahme, dass Allah azza wa jal nur barmherzig ist. Nein, liebe Geschwister, wäre Allah nur barmherzig, dann hätte er nicht das Höllenfeuer erschaffen. Aber tatsächlich hat Allah subhanahu wa ta'ala das erschaffen und du musst wissen als Muslim, dass du auch bestraft werden kannst, auch wenn du Muhammad oder Aisha heißt. Denn das hat nichts mit deinem Namen zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte von dir entsprechende Taten sehen, die belegen, dass du ihm gehorchst. Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der sich von meiner Ermahnung abwendet. Was bedeutet meine Ermahnung? Vom Lesen des Koran, von meiner Religion des Islam. Derjenige, der sich von ihr abwendet, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein enges Leben bestreiten. Allah wird ihm ein enges Leben geben. Was bedeutet das enge Leben? Bedeutet, du wirst immer voller Sorge sein, voller Traurigkeit sein, voller Bekümmernis sein. Das ist nur in der Dunya. Und in der Akhira bekommst du ein Drücken im Grab. Das Drücken im Grab, nur Allah azza wa jalla kennt dieses Ausmaß. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir uns von der Religion Allahs entfernen, dann machen wir einen gewaltigen Fehler. Ein Fehler, der uns Traurigkeit in unser Leben versetzt. Und das ist letztendlich der Grund, warum wir nicht die volle Freude in uns spüren. Das, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala seine Religion vernachlässigt haben. Wir leben in einer Zeit, liebe Geschwister, wo die Versuchungen viele sind. Wallahi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns berichtet über diese Zeit. Er sagte, لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. Die Stunde wird nicht eintreffen, bis ein Mann vor dem Grab vor einem anderen Mann stehen wird. Er kennt ihn nicht. Und er sagt, wäre ich doch nur an deiner Stelle, wäre ich doch nur im Grab. Und er hat keine Schulden. Dieser Mann, der das sagt, er hat keine Schulden. Und er hat keine Krankheit, die zum Tode führt. Aber denn die Versuchungen sind so viele, dass er sie nicht aushält. Diese Versuchung, Allah subhanahu wa ta'ala, er prüft uns mit diesen Versuchungen. Warum? Weil Allah azza wa jal, er möchte wissen, subhanahu wa ta'ala, und er weiß es am besten, ob wir an dem Weg von Allah azza wa jal festhalten oder ob wir unseren Gelüsten folgen, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, bada al-Islam, ghariba, der Islam, er hat sehr fremd angefangen. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. Und er wird fremd zurückkehren, so wie er angefangen hat. فَتُوبَ لِلْغُرَبَ. Darum Toba, den Fremden. Was bedeutet Toba? Manche Gelehrte sagen, das ist das Paradies. Manche sagen, das ist ein Baum im Paradies. Manche sagen, das ist die Glückseligkeit. Ganz gleich, was es ist. Alles ist wunderschön. فَتُوبَ لِلْغُرَبَ. Darum sollen sie Toba bekommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer anderen Überlieferung, Toba liman hudiya al-Islam. Toba für denjenigen, der zum Islam recht geleitet wurde. Allahu Akbar. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der uns zu diesem Islam geleitet hat, er ist auch derjenige, der uns dafür belohnen wird. Schaut mal, wenn wir mal darüber nachdenken, dann sagen wir, subhanallah, was haben wir großartig getan? Doch, du hast etwas getan. Weißt du, was du getan hast? Du hast dich entschieden, der Wahrheit zu folgen. Als du dich entschieden hast, der Wahrheit zu folgen, hat Allah Azza wa Jalla dein Herz recht geleitet. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَ. Und derjenige, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt,
so leitet Allah Azza wa Jal sein Herz recht. Du hast entschieden, denn Allah subhanahu wa ta'ala, er schickt zu jedem von uns die Rechtleitung. Jeder von uns, liebe Geschwister, er bekommt den Weg aufgewiesen, der in das Paradies führt. Und deswegen, Allah Azza wa Jal, er möchte wissen, ob wir uns für diese Wahrheit entscheiden. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran, وَأَمَّا ثَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Und was die Thamud anbelangt, wir wissen, was wurde mit diesem Volk gemacht? Wer sagt mir das? Was wurde mit dem Volk von Thamud gemacht? Sie wurden vernichtet. Was die Thamud anbelangt, so haben wir ihnen die Klarheit aufgewiesen. So haben wir ihnen den Weg der Rechtleitung aufgewiesen. Sie aber haben bestimmt, dass sie die Blindheit vor der Rechtleitung bevorzugen. Und so kommt die Klarheit zu uns, liebe Geschwister. Und jeder von uns weiß mittlerweile, dass er den Islam praktizieren muss. Und Allah subhanahu wa ta'ala schickt die Klarheit, die Rechtleitung zu einer Person. Und so entscheidet dann die Person. Er ist zu Hause und er überlegt. Auf der einen Seite der Islam, die Religion der Rettung, was mich in das Paradies bringt. Auf der anderen Seite vielleicht meine Eltern, die nicht möchten, dass ich den Islam praktiziere. Vielleicht die Freunde, vor denen ich mich dann schäme, dass sie nicht den Islam praktizieren, ich aber ja. Vielleicht ist die Gegenüberstellung meiner Arbeit, meine Persönlichkeit, meine Macht, all das steht gegenüber der Annahme der Wahrheit. Subhanallah al-Azim. Und du musst entscheiden. Wenn Allah sieht, dass du dich entscheidest für die Wahrheit, so hilft er dir, auf dieser Wahrheit zu bleiben. Möge Allah Azza wa Jalla uns nur auf der Wahrheit befestigen und uns immer von der Falschheit bewahren. Der Prophet sallam, er sagte Toba lil Ghuraba. Darum Toba für die Fremden. Dann fragten die Sahaba radiallahu anhu, man lil Ghuraba, wann, wer sind diese Fremden? So sagte er, qawmun salihun qalil fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktharu mimman yutiyaw. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Volk, die tugendhaft sind, aber sie sind nur ein paar wenig Gezählte unter einem Volk, die sehr, sehr viele sind. Diejenigen, die ihnen folgen, sind weniger als diejenigen, die sich ihnen widersetzen. Wallahi, wenn wir diese Überlieferung hören, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu bestätigen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesagt hat. Und wir sollten wissen, wir leben unter einem Volk, und egal, nicht nur in diesem Land, generell in allen Ländern, wo die meisten Menschen nicht der Wahrheit folgen wollen, liebe Geschwister. Und es gibt viele, die orientieren sich an den meisten Menschen, die denken, wenn die meisten Menschen eine bestimmte Sache machen, dann ist das richtig. Nein, Allah hat uns was ganz anderes im Koran gesagt. Er sagt uns subhanahu wa ta'ala, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den meisten auf der Erde folgen würdest, sie würden dich von dem Wege Allahs abbringen. Sie würden dich von dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala abbringen. Deswegen lasst uns nicht den Fehler begehen, dass wir auf die Mehrheit schauen, liebe Geschwister. Die Mehrheit ist in der Irre, wie Allah sagt. Und wenn du den meisten auf der Erde folgen würdest, so würden sie dich von dem Wege Allahs abbringen. Aber Allah leitet dich zu dem geraden Weg, der Weg, der dich in das Paradies führt. Und schaut mal, der Islam hat gleich angefangen mit Prüfung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als zu ihm die erste Offenbarung kam, so ging er zu Khadija radiallahu anha wa ardaha, seine Frau. Und Khadija radiallahu anha, sie hatte einen Verwandten, sein Name war Waraqa. Waraqa war der Name von diesem Verwandten. Sie sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geh hin und beratschlage dich mit ihm, frag ihn, was du tun kannst in deiner Situation. Dann sagte Waraqa zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er war einer der Schriftgelehrten, er war einer derjenigen, die Wissen hatten, liebe Geschwister. Er sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Laytani akunu hayyan, ich wäre am liebsten am Leben gewesen. Ich wäre am liebsten am Leben gewesen, wenn dein Volk dich ausweist aus diesem Land. Wenn dein Volk dich aus diesem Land herausschmeißt. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, was er ihm für eine Botschaft gegeben hat. Was er ihm für eine Botschaft gleich am Anfang gegeben hat. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aber Mukhrijia, werden sie mich aus diesem Land vertreiben? Er sagte, na'am, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma jitta bih illa udi. Ja, niemand, der vor dir gekommen ist, bedeutet als Prophet,
Er kam mit so einer Botschaft, mit derselben Botschaft, mit der du gekommen bist, außer dass er vertrieben wurde, außer dass er angefeindet wurde von den Menschen. Was heißt das für uns, liebe Geschwister? Muhammad sallallahu alaihi wasallam war unser Prophet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn mit dieser Botschaft geschickt, aber gleichzeitig hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn geprüft mit dieser Botschaft. Ob er an dieser Botschaft festhält oder ob er diese Botschaft aus der Hand entgleiten lässt. Aber nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er kam als eine einzelne Person. Er wusste nicht, wer ihm folgen wird oder wer ihm nicht folgen wird. Was hat er getan? Er hat einfach nur die Botschaft gesagt. Er hat einfach nur die Botschaft unter den Menschen verbreitet. Und heute sind wir 1,5 Milliarden Muslime. Alhamdulillah. Seht ihr, warum? Warum überlegen wir so viel? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihn mit der Botschaft geschickt, während er nicht wusste, wie das Ergebnis sein wird. Er wusste nicht, dass er aus dem Land vertrieben wird. Er wusste nicht, dass er gesteinigt wird in manchen Städten, liebe Geschwister, wie Al-Ta'if. Er wusste dieses alles nicht. Aber er hat eine Sache gewusst. Diese Botschaft ist von meinem Herrn. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der zu allem in der Lage ist. Und er hat einfach nur auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Und so hat er diese Dawa angefangen, diese gesegnete Dawa. Und wir sollten es ihm gleich machen. Und die Ersten, die hier vielleicht eine Gebetsstätte geöffnet haben, haben auch überlegt, wird dieses und jenes klappen? Werden Menschen kommen? Werden Jugendliche kommen? Werden Muslime kommen, die mit uns zusammen beten? Alhamdulillah, schaut mal vor euch. Waren schon immer so viele Leute da. Habt ihr nicht auch mit ein oder zwei oder drei Leute angefangen? Deine Verpflichtung ist nur, dass du rufst. Deine Verpflichtung ist nur, dass du die Botschaft nennst. Das Ergebnis, halte dich davon fern. Du hast nichts mit dem Ergebnis zu tun. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns berichtet, es gab früher Propheten. Sie haben gerufen zu dem Weg. Und nur eine einzige Person hat ihnen gefolgt. Und manchen Propheten sogar niemand. Subhanallah al-Azim, die Propheten waren die barmherzigsten Menschen. Sie waren die besten, die reinsten Menschen. Sie haben Hikmah gehabt bei ihrer Dauer, Weisheit gehabt. Und trotzdem wurden manche nicht von einer einzigen Person gefolgt. Allahu Akbar, ist das keine Fitna? Aber Alhamdulillah, schaut mal, bei uns kommen doch Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass unser Iman nicht so stark ist wie der Iman der Propheten, liebe Geschwister. Und daher prüft er uns nicht mit den Dingen, die andere vor uns schon bekommen haben. Wenn du der Wahrheit folgst, so bist du fremd und merkst du es nicht selber. Schau mal, früher warst du in der Diskothek und hast vielleicht eine Freundin gehabt und die Leute haben dich für cool gehalten und du warst akzeptiert unter der Gesellschaft. Aber als du angefangen hast, deine Religion zu praktizieren, du bist doch immer noch ein Mensch. Oder bist du jetzt etwas anderes als ein Mensch? Du hast angefangen, deine Religion zu praktizieren. Du hast jetzt ein Bart, du betest 5-mal am Tag. Frage, bist du immer noch akzeptiert? Antwort, nein. Das heißt, womit hat das zu tun? Mit der Botschaft. Nicht mit dir als Person, weil früher warst du akzeptiert. Du warst doch derselbe. Früher warst du akzeptiert, als du eine Freundin hattest. Und als du keinen Bart hattest. Aber jetzt bist du nicht mehr akzeptiert. Wisst ihr warum? Der einzige Grund ist die Botschaft. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde ja nicht gehasst als Person von den Kuffar in Mekka. Nein, ihr wisst ja, sie haben ihm ihr ganzes Vermögen gegeben. Sie haben ihm Gold gegeben und dies und das. Er hat das alles aufbewahrt. Er wurde Al-Amin genannt, der Vertrauenswürdige. Er hat alles aufbewahrt. Er war nicht einer, der eine Amana, der ein Treuegut veruntreut hat. Und auch nach der Botschaft haben sie diese Sachen bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelassen. Warum? Sie wussten ja noch, was er für ein Mensch ist. Aber sie mochten nicht die Botschaft, mit der er gekommen ist. Aber wir stehen 100% hinter dieser Botschaft, liebe Geschwister. Wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen Götzen anbeten wollen, wo Menschen Steine anbeten wollen, wo Menschen Geld und Gelüste anbeten wollen. Und wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen Alkohol trinken möchten und wo Menschen Unzucht machen wollen, wo Menschen betrügen, klauen und lügen und mächtig sein wollen, damit sie andere ausnutzen können. Wir wissen, dass die Menschen ihre Gelüste folgen wollen und sie nehmen in Kauf, dass sie in das Höllenfeuer kommen, liebe Geschwister. Aber die Fremden sind nicht so. Die Fremden sind nicht so. Deswegen verstehe, dass du, der ein Muslim ist, dieser Fitna ausgesetzt bist, dass diese Dinge alle unmittelbar vor deinen Augen passieren. Aber du musst Standhaftigkeit beweisen. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala beweisen, dass du an deiner Religion festhältst. Und schaut mal, wir wissen doch, nur das Gebet gibt uns Ruhe im Herzen. Wallahi,
Leider ist das bei uns im Allgemeinen, ich will niemanden verletzen, im Allgemeinen, wir beten nicht richtig. Wir beten nicht richtig. Wisst ihr, als der Prophet Muhammad zu Bilal al-Habashi radiallahu anhu gesagt hat, Bilal al-Rabah, er sagte zu ihm über das Gebet, Ra'ihna biha. So lass uns Freude, Vergnügen in dem Gebet finden. Lass uns unsere Ruhe in dem Gebet finden. Frage, was finden wir heute im Gebet? Einer von uns betet so, Alhamdulillah, er sagt Worte, aber gehen diese Worte ins Herz rein? قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Erfolgreich sind die Gläubigen, als ob Allah uns sagen will, nicht erfolgreich sind die anderen. Erfolgreich sind die Gläubigen, die in ihren Gebeten demütig sind. Subhanallah al-Azim. Deswegen, weil wir so beten. Weil wir, wenn wir beten, dann gucken wir auf die Uhrzeit. Er guckt die gesamte Zeit auf die Uhr. Ein anderer zählt sein Geld mitten im Gebet. Er holt sein Geld raus. Und dann, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je mehr er zählt, umso mehr ist Alhamdulillah. Kommt deutlicher zum Ausdruck, liebe Geschwister. Warum? Das alles nur, weil wir nicht im Gebet drinstecken. Weil wir nicht richtig beten. Möge Allah Azza wa Jal uns ein gutes Gebet geben. Wallahi, derjenige, der richtig betet, er wird dieses Gebet niemals verlassen wollen. Er fängt gerade an mit dem Gebet und er ist schon traurig, dass es bald zu Ende ist, obwohl er gerade angefangen hat. Aber schaut mal, die meisten von uns leider, und ich rede über mich als erstes, wenn wir das Gebet beginnen, in der ersten Raka sagen wir, ach, wäre es doch schon fertig. Richtig. Und das ist der beste Beweis, dass wir nicht richtig beten. Würden wir richtig beten, wallahi, wir würden uns gereinigt fühlen, liebe Geschwister. Wir würden uns gereinigt fühlen, aber weil wir uns nicht die Zeit nehmen. Und du bist 5 Minuten im Gebet. Du kannst diese 5 Minuten sehr gut beten. Warum diese Hektik? Ich verstehe auch nicht, es gibt Leute, die beten hinter einem Imam in der Jama'a. Du kannst den Imam nicht überholen. Also bleib im Takt. Einer will den Imam überholen. So nach dem Motto, jetzt betest du vor, gleich bin ich dran. Das geht nicht, liebe Geschwister. Du bist sowieso hinter dem Imam. Du musst dich sowieso anpassen an seine Gebetsschritte. Aber man will ihn überholen, weil man das Gebet schnell hinter sich bringen möchte. Subhanallah al-Azim. Bis zu diesem Niveau. Und was passiert natürlich? Dann fragt man dich, hast du etwas im Herzen gespürt? Hast du etwas gespürt, was dich jetzt zu einem besseren Menschen macht? Antwort nein. Ein Bruder, ein tunesischer Bruder, er kam einmal zu mir, er sagte zu mir, weißt du, Abul-Bara, ich habe eine Frau und die ist ganz neu im Islam. Und ich hatte einen Streit mit ihr zu Hause gehabt. Und dann habe ich ihr gesagt, ich gehe jetzt zum Gebet. Und der Streit ist ausgeartet. Und er ist zum Gebet gegangen. Dann kam er wieder vom Gebet. Und schaut mal, diese Frau war ganz neu im Islam. Er kam wieder vom Gebet und sie sah ihn immer noch zornig. Sie sagte, was kann so gut an deinem Gebet sein, wenn du dich nicht geändert hast? Subhanallah. Was kann so gut an deinem Gebet sein, wenn du dich danach immer noch nicht geändert hast. Eigentlich durch dieses Gebet hätte er ein anderer Mensch sein müssen. Aber la hawla wa la quwwata illa billah. Das Gebet, die Ibadah, hat uns nicht richtig bewirkt. Und so war das Problem mit Iblis. Wollen wir sagen, Iblis ist kein Wissender? Hat Iblis Wissen, ja oder nein? Iblis hat Wissen. Aber was hat dieses Wissen nicht bei ihm bewirkt? Das ist Einfluss auf sein Herz genommen hat. Deswegen war er oder ist er einer der Kuffar. Und so ist es auch bei uns, liebe Geschwister, wenn wir beten oder fasten und diese Ibadah hat keinen Einfluss bei uns direkt auf unser Wesen, dann haben wir die Ibadah falsch gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns jetzt, dass wir auch fasten sollen. Ya ayyuha alladhina amanu. Kutiba alaikum as-siyam. Vorgeschrieben wurde euch das Fasten. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Wie es auch denjenigen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren. La'allakum. Was ist das Ergebnis? La'allakum. Tattaqun. Damit ihr gottesfürchtig werdet. Was bedeutet das gottesfürchtig? Wenn du im Monat Ramadan zu denjenigen gehörtest, die ihre Gebete nicht richtig gemacht haben, die nicht richtig gefastet haben, die nicht auf ihre Zunge geachtet haben, aber nach dem Monat Ramadan, jedes Gebet betest du pünktlich, du achtest darauf, dass du alles richtig machst, du willst Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen, du passt auf deine Zunge auf, dann bist du gottesfürchtig herausgegangen aus diesem Monat und dann war das ein guter Monat, weil hier hat sich die Ibadah auf dich ausgewirkt. Ich nenne euch ein Beispiel. Wer von euch ist verheiratet? Na?
Hier in Köln heiratet man nicht gerne. Bei uns in Berlin, jeder mischt eine zweite Schere. Möge Allah uns in der Dunya und Akhira dafür sorgen. Schau mal, subhanallah. Nimm dir an, du hast einen Streit mit deiner Frau. Dann kommst du zum Beispiel in die Moschee und Sheikh Hussein macht gerade einen Vortrag über Behandlung zwischen Mann und Frau, wie man die Frau glücklich machen kann. Und dann hörst du zum Beispiel von ihm, dass man die Frau nicht schlagen darf. Und er nennt dir Beweise aus Koran und Sunna. Und dann gehst du nach Hause. Frage, wirst du dich bei deiner Frau entschuldigen? Nachdem du die Wahrheit erfahren hast, dann hat sich diese Ibadah, dass du im Dars warst und zugehört hast, dann wird sich diese Ibadah auf dein Herz auswirken und du wirst zum Schluss deine Frau besser behandeln. Oder du warst schlecht zu deinen Eltern. Wallahi, möge Allah uns recht leiten, wir sind so schlecht zu unseren Eltern. Ich habe gehört von Jugendlichen, die bedrohen ihre Eltern, wenn sie ihnen kein Geld geben. Er sagt zu seiner Mutter, ich werde dich zusammenschlagen, wenn du mir nicht 50 Euro sofort gibst. Der Wallah. Leute, die ihre Eltern zusammenschlagen, wollen ja ihr. Und wir sollten wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns gesagt, dass wir, liebe Geschwister, keine Pflicht und keine Sunnatat von Allah gut geschrieben bekommen, wenn wir schlecht zu unseren Eltern sind. Wisst ihr das? Deine Taten haben bei Allah keinen Wert. Warum? Weil Allah die Ibadah ihm gegenüber, subhanahu wa ta'ala, verbunden hat mit der Güte zu den Eltern. Allahu Akbar. Und vielleicht war einer schlecht von uns zu seiner Mutter oder zu seinem Vater. Dann hat er hier in der Moschee gehört, wie die Güte zu den Eltern ist. Frage, geht er dann nach Hause und bittet seine Eltern um Verzeihung? Wenn er das tut, dann hat sich die Ibadah ausgewirkt auf sein Herz. Und wir reden doch heute darüber, das islamische Leben, ich weiß, dass es das beste Leben ist, aber manchmal werde ich schwach. Warum wirst du schwach? Nur deswegen, weil sich die Ibadah nicht richtig auf unser Leben auswirkt, auf unser Herz, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah al-Azim, manchmal beten wir in der Moschee. Wir haben gerade Allah angebetet, wir haben gesagt, Allahu Akbar, Allah ist größer als alles, Allah ist größer als uns, Allah ist größer als alle Geschöpfe, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist größer über unsere Gelüste. Und dann gehen wir raus. Der erste Schritt, den wir gesetzt haben, wir gucken gleich eine Frau an. Wo war die Ibadah? Wo? Wo war die Wirkung der Ibadah auf uns? Und das ist eine Frage, die jeder Muslim sich stellen sollte, ob er wirklich hier richtig gebetet hat, ob er gerade richtig Allah angebetet hat. Bei uns allen kommt es vor, dass wir manchmal vergessen, aber du warst gerade noch, gerade warst du hier, gerade hast du Tränen geweint, als du über die Hölle etwas gehört hast. Du hast gesagt im Herzen, ja Allah, ich werde ab jetzt der gottesfürchtigste Diener sein. Subhanallah al-Azim. Kaum hat die Fitna an deiner Tür geklopft, hast du gleich aufgemacht. Du hast die Tür aufgemacht und empfangen die Fitna mit einer Rose. Tafadda. Frage, haben wir hier richtig Ibadah ausgeführt? Antwort nein, liebe Geschwister. Und das ist keine Sache, wo wir uns betrügen sollten. Die Ibadah muss sich bei uns festsetzen und uns verändern. Wallahi, ich sehe manchmal, subhanallah al-Azim, Leute, die sind konvertiert. Die sind konvertiert. Schaut mal, und was wir auch gehört haben von den Sahaba, radiallahu anhu, manche haben gesagt, wallahi, ich habe in der Jahiliyyah niemals den Alkohol angefasst, soll ich ihn jetzt anfassen, wo ich ein Muslim bin? Subhanallah. Guck mal, wir waren doch in der Jahiliyyah und wir haben schlechte Dinge gemacht. Aber danach hat Allah subhanahu wa ta'ala uns den Islam gegeben und ich kenne Leute, nachdem sie rechtgeleitet wurden, sie lassen die Sünde. Allahu Akbar. Und subhanallah, Allah zeigt dir sein Nur in seinem Gesicht. Wallahi, bei manchen Leuten, du siehst den Nur im Gesicht. Möge Allah uns Nur geben. Du siehst den Nur im Gesicht. Warum? Weil er zufrieden ist mit dem, was er hat. Allah macht ihm zufrieden. Allah subhanahu wa ta'ala, er macht dich zufrieden. Warum? Weil du mit ihm zufrieden bist, subhanahu wa ta'ala. Weil du mit ihm zufrieden bist. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der dein Herz drehen kann.
Und Allah kann dir diese Unzufriedenheit in deinem Herzen geben. Wann wird Allah das machen? Schaut mal, was Allah azzawajal uns sagt. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Als sie dann abgeschwiffen sind, als sie dann entschieden haben, selber entschieden haben, abzuschweifen, hat Allah ihre Herzen abschweifen lassen. Und wenn dein Herz erstmal abschweift, dann schweifen deine Gedanken ab. Und danach schweifen deine Hände ab. Und deine Füße werden auch abschweifen, bis du das Übel tust. So ist das, liebe Geschwister. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Wir waren die Ursache. Wir waren diejenigen, die letztendlich Grund dafür waren, dass wir abgeschwiffen sind. Kennt ihr die Mut'a? Weiß einer von euch, was eine Mut'a ist? Eine Zeitehe, richtig. Wir haben in Berlin, alhamdulillah, wir versuchen ein paar Unterrichte zu machen. Wir hatten einen Bruder, der kam zu uns zu den Unterrichten. Und er wusste, der Weg von Ahlus Sunnah wal Jama'a ist der richtige Weg. Und zweifelsohne, wir wissen, alhamdulillah, Rabbil Alamin, und das muss mit Yaqeen bei dir vorhanden sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Sonst bist du nicht auf dem richtigen Weg. Denn Aqidah bedeutet, dass du an Allah subhanahu wa ta'ala richtig glaubst und du hast keine Spur von Zweifel. Du hast volle Gewissheit. Du würdest niemals denken, dass du auf dem falschen Weg bist. Eine richtige Aqidah. Und er war bei uns bei den Unterrichten. Dann hat er gehört, dass es bei einer bestimmten Gruppe von Leuten eine Mut'a gibt, eine Zeitehe. Was hat er gemacht daraufhin? Dann hat er gesagt, sie sind richtig nur wegen der Mut'a. Schau mal, der hat seine Religion gewechselt. Wegen was? Wegen einem Gewissen. Und so hart es klingt, wäre er zu einer Prostituierten gegangen, wäre es besser für ihn, als dass er seine Religion ändert. Schaut mal, wegen einer kleinen Sache, sind wir bereit, unsere Religion zu ändern? Subhanallah al-Azim, bei dieser Person stimmt was nicht. Wallahi wissen, derjenige, den Allah sein Herz dreht, bei ihm stimmt was nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Wenn Allah in ihnen etwas Gutes gefunden hätte, dann hätte er sie hören lassen, sprich verstehen lassen. Das bedeutet, dass du hier sitzt, Allah azzawajal hat etwas Gutes an dir entdeckt. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala das Gute an dir entdeckt hat, soll Allah es aufblühen lassen. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Möge Allah uns niemals sterben lassen, außer dass er mit uns zufrieden ist. Schaut mal, liebe Geschwister, wir sind hier in der Zeit und ich möchte es nicht zu lang machen. Wir leben hier unter Leuten, die nicht Muslime sind. Und sie haben ganz klar andere Vorstellungen von einem Leben als wir. Und sie kennen nichts anderes. Aber wir Muslime, wir kennen doch etwas anderes. Wir haben doch vielleicht sogar das alte Leben probiert und jetzt das neue Leben probiert. Wir wissen doch, dass das neue Leben im Islam viel besser ist und glückseliger ist. Und wir haben echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs. Wisst ihr, was das bedeutet? Echte Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs? Das bedeutet nicht, dass du denkst, du kommst ins Paradies. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ. Das geht nicht. عَلَيْكُمْ سَلَامُ. Das Paradies, es ist nicht nach euren Vorstellungen. Das heißt, nur weil ihr denkt, ihr bekommt das Paradies, dann werdet ihr es bekommen. Nein, das ist nicht nach euren Wunschvorstellungen. Und wenn du wirklich richtig lebst als Muslim, dann hast du eine echte Hoffnung, weil du letztendlich, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Dunya fürchtest und am Tage der Auferstehung wirst du den Lohn bekommen. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, er war in den letzten Minuten seines Lebens. Dann hat er ein Bittgebet gemacht und er war kurz vor dem Tod. Er sagte, Allahumma inni kuntu akhafu. O Allah, ich habe dich gefürchtet. Wa ana al-yawma arjuk. Und heute aber habe ich vollstes Vertrauen auf deine Barmherzigkeit. Nach wann? Nachdem er ihn hier in der Dunya was? Gefürchtet. Erstmal fürchtest du Allah. Und danach hast du volles Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Gefühl zu haben, dass man eine Chance hat, in das Paradies zu kommen, Wallahi, das alleine lässt dich doch aufleben. Dass du jedes Unrecht, was dir getan wird, angetan wird, dass du das wieder gut bekommst. Dass du wieder dein Recht bekommst bei den anderen Leuten. Dieses alles, liebe Geschwister, ist doch das, was uns am Leben erhält. Schaut mal, wenn wir hier zwischen den Menschen gehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns vorbereitet auf Prüfung. Er sagt uns, إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Wenn
die Verbrecher an den Gläubigen vorbeigegangen sind, dann haben sie sich über sie lustig gemacht. Und wir kennen das. Nur weil du einen Bart trägst oder eine Jalabia trägst oder etwas anders aussiehst als andere Leute. Obwohl ein Pamka, der hat so einen Haarschnitt, einen Irokesenschnitt und der hatte diese, wie heißen die, diese Piercings. Sein ganzes Gesicht ist voller Piercings, sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Egal ob ein Hammer hier hängt oder eine Zange hier. Er wird nicht angeguckt. Warum? Warum wird er nicht angeguckt? Weil er trotzdem etwas anderes ist als du. Subhanallah. Schaut mal, die Verbrecher pflegten über die Gläubigen zu lachen. Wenn sie an ihnen vorbeikamen, dann haben sie sich zugezwinkert. So, hast du den Verrückten gesehen? Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Allah hat sie doch nicht als Hüter über die Gläubigen eingesetzt, dass sie Schiedsrichter sind, dass sie Richter sind und urteilen, ob ein Gläubiger gut war oder nicht. Sind sie die Richter? Wer hat sie zu Richtern beauftragt? Aber Allah hat uns am Ende dieser großartigen Sura eine große Hoffnung gegeben. عَلَى الْأَوَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Aber an diesem Tag werden die Gläubigen, welchen Tag? يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Möge Allah uns an diesem Tag Sicherheit geben. An diesem Tag, يَوْمُ الْقِيَامَةِ, werden die Gläubigen auf Liegen, überdachten Liegen. Sie werden es sich gemütlich machen und sie können ihr gesamtes Reich überblicken. Sie können Allah subhanahu wa ta'ala sehen und sie werden gemütlich sitzen auf diesen Liegen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hat es sich für die Kuffar gelohnt, dass sie dieses vollzogen haben? Es hat sich nicht gelohnt, weil jetzt letztendlich haben sie diese Strafe bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat den Koran, liebe Geschwister, gefüllt mit Ayat über Propheten, die Sabr zeigen mussten. So heißt es in einer Ayat über Nuh alayhi salam, قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين. Sie sagten zu Nuh alayhi salam, wir sehen dich im deutlichen Irrtum. Allahu Akbar. Nuh alayhi salam soll im deutlichen Irrtum gewesen sein. Er sagte, قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. O mein Volk, ich bin nicht in der Irre, aber ich bin was? Ich bin ein Gesandter von Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Allahu Akbar. Allah sendet Nuh alayhi salam zu einem Volk, was in der Irre ist. Und dann sagen sie über Nuh, dass er in der Irre ist. Ist es nicht so? Dass wir den Leuten sagen, was richtig und was falsch ist. Und sie sagen über uns, dass wir in der Irre ist. Liebe Geschwister, deswegen soll der Muslim überlegen. Und er soll immer wissen, die Propheten sind ihm vorausgegangen. Und sie haben Dinge vollzogen, für die sie sehr hart geprüft wurden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِلِ عَلَى الْجَمْرِ. Es werden auf die Leute Tage der Geduld kommen. Derjenige, der an diesen Tagen an seiner Religion festhält, ist wie jemand, der an glühend heißer Kohle festhält. Was heißt das? Das bedeutet nicht, dass diese Kohle seine Hände verbrennen wird. Nein, das bedeutet, dass er ein Fremder ist. Schaut mal, ein Jugendlicher heute, wenn er keine fremden Beziehung hat zu einem Mädchen, wenn er keine Geliebte hat, dann sagen die Leute, was ist los mit dir? Wir haben alle eine Freundin. Wieso du nicht? Du bist jung, lebe dein Leben. Er ist ein Fremder. Ein Mädchen, die Hijab trägt, die sich richtig bedeckt, subhanallah, da kommen die anderen Mädchen zu ihr und sagen ihr, was ist los mit dir? Zieh dir einen Minirock an, zeig, was du hast. Du hast doch diese schönen Körper bekommen, zeig es endlich. Subhanallah al-Azim, schaut mal, dieses Mädchen, die sich richtig bedeckt, sie geht nach Koran und Sunnah, sie ist Allah gehorsam. Aber als die Falschheit die Oberhand gewonnen hat, wurde die Falschheit zur Richtigkeit. Und das ist das, was wir erzählen in dieser heutigen Zeit. Und deswegen sind viele Leute verwirrt, liebe Geschwister. Aber subhanallah, Allah azza wa jalla sagt uns, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. Wollt ihr? Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meint ihr, dass ihr einfach so in das Paradiesgarten eintreten werdet? Wo euch noch nicht dasselbe erfasst hat wie diejenigen vor euch. Not und Elend hat sie erfasst und sie wurden erschüttert in ihrem Glauben. Schaut mal, bis wann? Bis der Gesandte unter ihnen gesagt hat, wann ist der Sieg Allahs? Nicht falsch verstehen. Der Gesandte wusste, der Sieg Allahs kommt, aber sie wollten gerne dieses erleben. Ala inna nasrallahi qarib. Der Sieg Allahs subhanahu wa ta'ala, er ist aber sehr, sehr nah. Und ich möchte abschließen, liebe Geschwister, dass wir eine Sache verstehen.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, schaut mal, was haben sie gesagt? Wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen werden. Nein. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. So werden wir sie prüfen, wie wir diejenigen vor ihnen geprüft haben. So wird Allah wissen, wer die Gläubigen sind, und Allah wird wissen, wer die Lügner sind. Wer die Wahrhaftigen sind und wer die Lügner sind. Das bedeutet für uns, weil wir Allah gesagt haben, wir glauben. Wir haben doch alle die Shahada gesprochen. Wir haben doch alle gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wir haben doch hiermit bezeugt, dass wir Gläubige sind, richtig? Jetzt kommt was? Allahs Prüfung. Jetzt kommt Allahs Prüfung, subhanahu wa ta'ala, damit er sieht, wer von uns diejenigen sind, die glauben, und wer von uns die Lügner sind. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, أشد الناس بلاء من الأنبياء. Die am härtesten, geprüftesten sind die Propheten. ثم الصالحون. Danach die Rechtschaffenen. Danach die Rechtschaffenen. Was bedeutet dieser Hadith für uns? Er bedeutet nichts anderes. Allah wird diejenigen prüfen, die er am meisten liebt. Es kann sein, dass du Menschen siehst, du sagst, Subhanallah, der hat keine Probleme und der betet nicht und der fastet nicht. Weil es gibt Araber, der kommt zu dir. Sheikh Musa weiß das auch bestimmt. Der sagt dir, ich bete zwar nicht, aber alles läuft super. Das ist eine Strafe. Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ. Und wir werden sie der qualvollen Strafe näher bringen. Allahu Akbar. Wallahi, eine sehr gefährliche Ayah. Und die Strafe von Allah ist, dass du nicht mal merkst, dass diese Strafe dich übereilt und sie kommt. Wir werden sie einer qualvollen Strafe näher bringen, während sie Geld bekommen weiter. Während sie Kinder bekommen, während sie Vermögen bekommen, während sie äußerlich glücklich sind. Aber Wallahi, Allah weiß, dass sie nicht glücklich sind. Und danach kommt die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, wir wissen, dass das Leben hier hart ist. Wallahi, wir wissen das. Wir leben doch hier. Und wir wissen das. Für uns selber ist das Leben hier hart. Wallahi, nachdem, wenn ich mit meinem Sohn oder mit meinen Kindern rausgehe und ich sehe, dort hat einer eine Alkoholflasche, dort macht einer dieses und jenes an Schandtaten. Und ihr wisst, manche machen das, was jemand im Wohnzimmer macht, raus. Das ist schwer für uns. Aber vor uns liegen Zeiten der Geduld. Derjenige, der auf Allah subhanahu wa ta'alas Hoffnung, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'alas Barmherzigkeit erreichen möchte, er muss geduldig sein. Und er muss Allah subhanahu wa ta'ala so lange anbeten, bis zu ihm der Tod kommt. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Und bete deinen Herrn, diene deinem Herrn so lange, bis zu dir der Tod kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht anders sterben lassen als Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Standfestigkeit geben in der Dunya und in der Akhira. Möge Allah azza wa jalla die Muslime zum richtigen Weg leiten und sie am Tage der Auferstehung keiner großen Fitna aussetzen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.